Eine kurze Anmerkung. Am 8. August 2016 hat die Band Rivenanta ihr neues Album Face to Face auf den Markt gebracht. Dies führte zu weltweiten Unruhen, wobei viele Schaufenster und Türen eingeschlagen wurden. Bisher gab es zum Glück noch keine Verletzte. Die Polizei rät dennoch, zu Hause dieses Album in Ruhe zu bestellen, damit kein Sachschaden entsteht. Das waren die Rivenanta TV News.